Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich fand einige Wortbeiträge schon bemerkenswert, weil es auch ein Stück Bewegung gibt offensichtlich. Es gibt durchaus auch in den regierungstragenden Fraktionen offensichtlich eine Grundtendenz, dass dieser endgültige Weckruf ein Stück gehört wird. Ich werde mich jetzt mit ein paar Argumenten noch mal auseinandersetzen, die in den Reden gefallen sind. Herr Deppe bzw. Herr Fussem. Herr Fussem hatte mich ja auf Ministerpräsident Kretschmann angesprochen und Herr Deppe sich zur blauen Plakette geäußert. Also bei der Frage der bundesweiten Einführung der blauen Plakette gibt es zwischen mir und Herrn Kretschmann, zwischen uns NRW-Grünen, Herrn Kretschmann, nur wirklich überhaupt keinen Unterschied. Das fordert er seit langem. Das hat die Bundesumweltministerkonferenz 2016 auf Initiative des damaligen NRW-Umweltministers einstimmig beschlossen, dass eine solche Plakette eingeführt werden soll. Die Bundesregierung hat es nicht umgesetzt. Und wenn man nach Nordrhein-Westfalen guckt, der Ministerpräsident ist ja gerade auf den Abgeordnetenbänken, lieber Armin Laschet, manchmal ist es schon gut, auf die Kölner Oberbürgermeisterin zu hören, die wir ja gemeinsam CDU und Grüne ins Amt gebracht haben. Ich erinnere mich noch an den schönen Wahlabend, wo wir da zusammen im Kölner Rathaus standen. Da war er noch nicht Ministerpräsident. Es ist gut, auf Henriette Reker zu hören, unsere gemeinsame Oberbürgermeisterin, denn die fordert eindeutig die Einführung einer blauen Plakette und ist damit jeden Tag in den Medien. Das ist für die CDU, wäre das mal gut, ein bisschen mehr Reker und weniger Deppe oder Fussem. Das würde uns in dem Fall weiterhelfen. Kollege Petelkau, ich sehe ihn gerade nicht im Plenum, aber es gibt ja einen klaren Ratsbeschluss auch in Köln von CDU, Grünen und interessanterweise der Linken mit der Einführung der blauen Plakette. Also die CDU sollte mal auf ihre Großstadtunion hören und nicht so sehr auf den ländlichen Raum, dann wären wir in dem Bereich schon mal ein bisschen weiter. Herr Middeldorf, die Vorlage haben Sie mir ja noch mal geliefert. Man kann natürlich der vorherigen Landesregierung sagen, ihr habt zu wenig getan. Aber ihr zu sagen, sie haben gar nichts getan. Also wenn ich mir allein Herrn Pinkwart angucke, der mit seinem großen, breiten Grinsen bei seinen Pressekonferenzen sich hinstellt und dieses 100-Millionen-Euro-Programm emissionsfreie Innenstädte von Herrn Remmel auf den Weg gebracht, mit großer Freude jetzt diese 100 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen verteilt an die Städte. Bonn ist die erste Stadt, die 20 Millionen Euro bekommt. Ein Beschluss aus rot-grüner Zeit. Dann, was Herr Deppe eben angesprochen hat, die Elektrobusse in Köln. Also, Sie sind auch schon lange dabei. Ich weiß nicht, ob Sie bei dem Termin dabei waren. Ich war bei dem Termin dabei, als Mike Groschek als damaliger NRW-Verkehrsminister die ersten 8 Elektrobusse an die KVB übergeben hat. Ich freue mich, dass Henrik Wüst das auch machen darf. Aber zu sagen, dass die vorherige Landesregierung nicht ein Maßnahmenprogramm im Bereich Elektromobilität für den ÖPNV auf den Weg gebracht hat, was Sie jetzt entsprechend fortführen, das ist doch wirklich Humbug. Dann der Kieler Schlüssel. Jedes Jahr Hunderte von Millionen Euro mehr aus dem Bund für Nordrhein-Westfalen für den Nahverkehr. Rot-Grün verhandelt in der Verkehrsministerkonferenz. Das ist das Geld, was Henrik Wüst jetzt immer schön an die Verkehrsverbünde verteilen kann. Das gönnen wir ihm, weil es auch gut ist, das zu machen. Aber zu sagen, die vorherige Landesregierung hat nichts getan, das ist wirklich absoluter Humbug. Sie stehen da in der Tradition und die positiven Projekte werden von Ihnen jetzt weitergeführt, sehr geehrte Damen und Herren. Das Gleiche gilt für Radschnellwege, das Gleiche gilt auch für den RRX. Das Gleiche gilt für andere Projekte auch. Und zum Schluss zu der Frage der Nahverkehrstickets. Es war ja ein Schnellschuss, das ist ja angesprochen worden mit dem Brief, nun nicht nur durch die Umweltministerin, sondern ich erinnere mich daran, dass Peter Altmaier auch drunter stand. Also von daher wäre es jetzt falsch, den Ball da nur an die SPD zu spielen. Es war ja ein Brief von 3 Ministern an die EU-Kommission. Die Ideen waren durchaus noch unausgegoren, aber lassen Sie uns doch den Ball aufnehmen. Hin zu einem besseren Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen. Wir hatten im Wahlkampf ein 2-Euro-Ticket vorgeschlagen. Das wird jetzt von der Bogestra im Ruhrgebiet umgesetzt mit großem Erfolg. Pendler, die entsprechend umsteigen, gute Verkaufszahlen mit einem 2-Euro-Ticket täglich. Debatte um öffentlichen Nahverkehr, so unausgereift kostenlosen öffentlichen Nahverkehr das noch war. Es ist die Chance, dass wir Verkehrswende in Nordrhein-Westfalen konkret umsetzen, in einem klaren Mobilitätsmix. Dazu gehören in Zukunft auch Pkw, aber die müssen elektrisch betrieben sein oder Wasserstoff-Pkw sein. Wir brauchen mehr Radverkehr. Ich bin gespannt, ob wir jetzt in der zweiten Runde noch was hören, dass es ein großes Programm zum Radwegeausbau in Nordrhein-Westfalen gibt, über das hinaus, was wir jetzt im Haushalt projektiert haben. Die Frage, die sich an die Landesregierung richtet, was macht ihr konkret nach diesem Urteil mehr als das, was bisher verabschiedet worden ist? Wir wissen, was auf den Weg gebracht worden ist, aber wir wollen konkret von dieser Landesregierung wissen, auf Grundlage des gestrigen Urteils, wo sattelt diese Landesregierung noch mal drauf,
Wo beschleunigt sie? Denn wir haben die konkrete Situation, dass Fahrverbote in den nächsten Jahren drohen in den nordrhein-westfälischen Städten. Die Kommunen müssen unterstützt werden, die Autofahrerinnen und Autofahrer müssen unterstützt werden. Jetzt ist die Chance zu handeln. Nutzen Sie die Chance dazu und sagen Sie uns, was Sie vorhaben, sehr geehrte Damen und Herren.